Hallo Leute, hier ist wieder euer Knollte. Ja, ein ganz tolles Thema heute wieder. Wollt ihr den totalen Krieg, den absoluten dritten Weltkrieg, den Weltuntergang? Wollt ihr das? Nee? Ja gut, aber dieser Rassismus, dieser, nee, ohne ist, der Rassismus, der ehemalige, der Oberkotzguru von der NATO, der ehemalige, ne? Der schlägt jetzt ernsthaft vor, wir müssen NATO-Truppen in die Ukraine schicken. Truppen! Deutschen Soldaten, englischen Soldaten, polnischen Soldaten, französischen Soldaten und so weiter. Und wenn du wissen willst, was dabei rumkommt, musst du das Intro abwarten. Ja, der Rasmussen. Gott sei Dank ist er ein ehemaliger und hat gar nichts mehr zu kamellen. NATO-Truppen in die Ukraine. Na, ihr müsst der Ukraine ja unbedingt helfen. Erst Munition, dann Panzer und alles hilft nichts. Der böse, böse Onkel Putin ist immer noch da. Ja, und der Selenskyj da setzt jetzt sogar die deutschen Panzer für den Angriff ein. Verteidigungswaffen. Unsere Verteidigungswaffen für den Angriff. Wobei, der Selenskyj hat ja sowieso schon alles getan, um die NATO mit in den Krieg zu ziehen. Ja, richtig. Da hat er doch tatsächlich schon, wie heißt das? Ah ja, Polen hat er schon bombardiert, ne? Mit einer Rakete beschossen. Hat er wirklich? Ah, nein. Widerspruch. Geht so. Hat er nicht. Das war, lass mal überlegen. Ja, richtig, eine Verteidigungsrakete. Also, der Russe hat eine Rakete auf die Ukraine geschossen und der Ukrainer wollte die abfangen mit, was weiß ich nicht, im System da, ne? Und aus irgendeinem unerklärlichen Grund ist das Ding in Polen eingeschlagen. Also nicht die russische, sondern die Abwehrrakete. Ja, Herr Ragnarök, das kannst du wirklich diesen ARD und ZDF-Jüngern noch erzählen, ne? Also überleg doch mal, da kommt eine Rakete von dem Osten und die willst du abschießen und du schießt auch Richtung Westen, ne? Weil die von Osten ist nach Westen geflogen. Und du schießt auch Richtung Westen. War die schon zu weit? Wollte er hinterher schießen, anstatt entgegen? Oder, nee, das war kein Versehen. Da kann man auch tausendmal sagen, war eins. Und kann sich auch entschuldigen. Das war Absicht. Pure Absicht. Weil wenn Moskau Polen beschießt, muss die NATO da rein. So, das wollte der. Dieser Verbrecher da, der Solumski. Das wollte der. Meinst du wirklich? Ja, das war kein Versehen. Na schön, aber beim Thema bleiben. Was passiert denn jetzt, wenn wir die NATO in die Ukraine schicken? Also die ganzen Soldaten da. Mal davon abgesehen, ist verboten. Da gibt es Verträge und Gesetze. Die gibt es. Und da die Ukraine kein NATO-Mitglied ist, darf sich die NATO da nicht offiziell einmischen. Nee, das darf sie nicht. Aber so der ein oder andere Staat, so ganz für sich alleine, ne? Der darf das. Und da hat ja dieser Rassismus ja auch gesagt, also er könnte sich auch ganz gut vorstellen, wenn Polen das im Alleingang machen würde. Ja, so, die Polen da rein, ne, helfen, ne? Und wenn die Polen dann nicht zurechtkommen, ne? Weil die dann auch Haue vom bösen Onkel Putin bekommen, ne? Weil das dann auch nicht hilft, der haut dann immer noch nicht ab. Ne? Dann können die sagen, Jungs von der NATO, ich kriege Haue, helft mir doch mal bitte. Und dann muss die NATO. So sind die Verträge. Ja, aber da hat der Rasmussen wohl leider die Rechnung ohne Polen gemacht. Also soweit wie ich mich erinnern kann, grübel, sind die Polen nicht gerade gut, auf die Ukrainer zu sprechen. Waren es eigentlich noch nie. Dicke Freunde oder so gewesen sind. Nee. Wahnsinnig. Werden sie auch nie sein. Ich sage dir, wenn Polen in die Ukraine einmarschiert,
dann kriege ich die Ukraine von zwei Seiten haue. Meinst du wirklich? Meinst du wirklich, der Polska, der greift die Ukraine an und hilft dem Russen? Ja, ja. Und wenn der Russe das dann immer noch nicht schafft, dann kann ja der Pole sagen, hey NATO, wir schaffen das hier nicht alleine. Helft uns mal. Richtig, richtig. Und dann hat sich die Ukraine mit Russland und der NATO angelegt. Also, dann ist der Krieg in 5 Minuten vorbei. Länger dauert das dann nicht. Also, von Osten kommt Russland, vom Westen kommt die NATO. Ja, wenn da nicht das Problem wäre, dass Obersturmtruppführer Scholz... Obersturmtruppführer darf man ja nicht mehr sagen. Das war ja früher. Also, wenn Herr Oberfeldwebel oder Schütze Arsch im letzten Krieg Schulz dann da in der Ukraine kämpft, musste auf seinen eigenen Panzer schießen. Weil die deutschen Panzer sind ja alle in der Ukraine. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das mal so überlegen tut, ne? Also, wenn der Pole da wirklich einmarschiert in die Ukraine, dann nicht um der Ukraine gegen den Russen zu helfen. Nee. Dafür können die nicht so gut, wenn man da die Ukraine und die Polen, ne? Also kriegt die arme Ukraine von zwei Seiten hauen. Und wenn sich dann die NATO einigt, ja wirklich, Krieg 5 Minuten vorbei. Schluss aus, Mickey Maus. Ja, und dann stehen wir vor dem größten Problem, ne? Vor dem allergrößten Problem. Zumindest die Deutschen. Weil die ganzen Ukrainer kriegen erstmal einen deutschen Pass und schlüpfen ins deutsche Sozialsystem. Oh, wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Ja, apropos Geld. Und was glaubst du denn, wer den ganzen Aufbau da drüben wieder bezahlt, ne? Meinst du etwa, das bezahlt Russland oder Polen? Meinst du etwa, das zahlt die EU oder Amerika? Nein, das bezahlst du als kleiner deutscher Michel. Du wirst geschröpft, dir wird das ganze Geld abgenommen, ob man das dann Solidaritätszuschlag nennt oder Zuschlag für Ukraine-Land nennt oder wie auch immer. Du da drüben auf der anderen Seite musst wieder das Portemonnaie aufmachen. Und das wird verdübbelig nochmal mehr als teuer wird das. Und ich möchte das nicht bezahlen. Ich möchte nicht, dass mein Steuergeld darüber geht, um die ganzen Häuser wieder zu reparieren. Und die ganzen Fabriken wieder zu reparieren. Und die Atomkraftwerke wieder zu reparieren. Weil... Weil in der Ukraine ist Atomkraft gut. Nur in Deutschland nicht. Hat dieser Habeck ja mal von sich gegeben. Nur um mal so einen kleinen Schwenker in die Vergangenheit zu machen. Ja. Ukrainische Atomkraftwerke sind gut, deutsche sind schlecht. Ja, da sieht man mal wieder. Diese ARD und ZDF-Jünger, mit denen kannst du alles machen. Alles, was du willst. Tschüss.